So, Servus grüßt ihr Leute. Ja, vor geringer Zeit ist ein Video aufgekommen, wo mein Fanfarmer 2, wo ich es gefeiert hat. Ja, jetzt haben wir es leakt, weil es jetzt doch in letzter Zeit einmal nicht so gut war. Zeit haben wir auch gehabt. Waren halt Sonntagsarbeiten, also wurscht. Ah, genau, das seht ihr. Also, wie man sieht, der Kulm 1 ist heraus. Und der zweite und dritte Kulm ist noch drin. Ja, es hat den folgenden Grund. Passt auf. Schaut euch mal die Kulm an. Und dann schaut euch mal den Kulm an. Ja, ein kleiner Unterschied. Also. Der ist noch mehr so. Und der ist so. Auch lauter, wie sagt man denn da, sich in die Einbuchtungen herin, also wo es der Mobo geschlagen hat. Ja, und das Problem könnte jetzt sein, ich habe mir ein paar Beiwahlleute telefoniert, also geschrieben halt. Ja, haben gesagt, halt, entweder dein Spritzdüsentropfen nach oder also das Spalt da ist voll, dass in der Seite ein Spalt ist, dass es ein Spalt hat und dass es immer so klackert. Ja, und dann schaut er, das hörst du nichts, Oberbau. Genau, dabei sehen wir, wie wir den Kopf haben, und die Zylinder ist aber nicht ganz, also der Kulm ist nicht ganz normal. Ja, da haben wir einen zweiten Kopf aber da, da habe ich anders ausgeschaut, ja, haben wir in den Dünger geschaut, jetzt passt es auf, in den Seiten liegt er. Dann haben wir einen Kopf aber gebaut, einen dritten Kopf noch gebaut, dann hat auch nichts gefeiert gehabt, haben nur ein paar Ablagerungen drauf gewesen, haben zwar, sollten zwar nicht so drauf sein, aber die waren nicht so schlimm. Genau, dann haben wir uns einmal den Kopf angeschaut. Passt auf, dann müssen wir rumgehen. Dann musst du rumgehen, du. Der Grund war folgender. Dein Spritz, muss ich das einmal so halten. Seht ihr es da? Das wackelt da, ist da drin. Die fällt raus. Jetzt passt auf, jetzt muss ich irgendwas mit nehmen. Ich kann es nicht gescheit sagen. Vielleicht nehme ich hier so shit. Sechs ist das Wackeldöse drin. Das sollte eigentlich alles im Pumpen fest drin. Ist es jetzt eingegossen eigentlich. Oder halt eingepresst. Und irgendwie hat er das da drin gelöst, weil der hat eine Vorkammer-Einspritzung. Der hat eine Vorkammer-Einspritzung. Und dafür hat er die Hülsen da drin. Die sollte eigentlich ein wenig weiter herausziehen. Die kann ich rausziehen. Die wackelt total umeinander. Und halt dadurch, dass die, wenn jetzt der Kulm mal gegangen ist, ist die wieder so weit rausgefallen. Und wie der Kulm wieder aufgegangen ist, hat sie sich wieder so eingedrückt. Und deswegen hat sie einmal die Kerben eingeschlungen. Genau, die da dann. Weil da hat sie sich einmal eingehaut. Und Split hat sie natürlich runtergehaut. Und hat sie dann natürlich eingehaut, wie man sieht. Ja, wie machen wir das jetzt dann? Ich sage es dann geht es einmal ganz einfach, mir riecht man den jetzt komplett her, komplett alle Laufbuchsen raus, der Kopf wird neu reinkommen, der Einspritzdüsen wird neu reinkommen, der Kulm wird neu reinkommen, ja, wisst ihr, der was der auskennt, der weiß jetzt eigentlich eh, dann Buchsen und alles neu reinkommen und genau, wird wahrscheinlich vielleicht noch ein Video dazu kommen, das weiß jetzt nicht ganz genau, wie uns das hier geht. Weil das doch immer ein wenig blöd ist mit dem Filmen und dann mit dem Neubauen. Das ist immer ein wenig blöd. Vom Schnitt vom Video ist mir aufgefallen, dass wir mir keine Verabschiedung draht haben, die möchte ich jetzt nachholen. Danke fürs Zuschauen, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Dann sage ich Pfiat.